Ja, das ist unser neues Radio für den Campingurlaub und wo immer man es auch mitnehmen möchte. Packe ich es mal aus. Erstmal ein Karton, das JBL Tuner 2, Bluetooth, DAB Plus, FM. Was haben wir denn alles da Schönes drinne? Anweisung. USB-Stecker zum Aufladen. Kein Netzteil. So, das ist das gute Stück. Ja, dann machen wir das Ding mal an. Hier ist der Anknopf auf der Seite. Ja, Lautstärke habe ich schon mal auf klein gemacht, wegen der GEMA. Die würden das YouTube-Video sonst löschen oder so. Also, bevor das danach Ärger gibt, habe ich die Musiklautstärke mal auf klein gemacht, aber es gibt ziemlich viele Sender hier in der Gegend, also das ist schon nicht schlecht. Qualität vom Lautsprecher für die Größe, also vollkommen ausreichend, also echt ist für unterwegs zum Camping oder für am See oder was man, wenn man Fahrradtouren macht, kann man es richtig gut mitnehmen. Super Klang. Gewicht ist akzeptabel, alles richtig gut. Ich werde mal jetzt mal gucken, ob ich mal irgendwie ein bisschen Musik finde, die lizenzfrei ist, die ich dann mal hier über Bluetooth anmache. Also Radiosender sehr gut, sehr gute Qualität, wirklich. Kann ich nur empfehlen. Ja, dann werde ich das mal verbinden hier, das Gerät. Oh, das geht aber schnell. Ah, verbunden, das war's. Ja, dann gucke ich jetzt mal, ob ich irgendein bisschen Musik finde, die ich mal hier laufen lassen kann. So, ich habe ein bisschen was gefunden. Also ich weiß nicht, ob man das so, ob das gut rüberkommt. Also der Lautsprecher ist verdammt gut, finde ich. Sehr klar, kein Kratzen, kein Verzerren. Tiefen sind ja, für die Größe ausreichend. Also es ist ein echt schickes Gerät. Das Einzige, was ich jetzt mal sagen würde, was man bemängeln könnte und auch wird, ist das Display. Ich glaube, wenn die Sonne scheint, ist es nicht mehr ablesbar. Und ich habe jetzt noch nicht in der Gebrauchsanweisung geguckt, ob man es noch heller machen kann. Also so wie es ist, wird es definitiv zu dunkel sein. Ansonsten wasserdicht. Wenn es mal regnet oder so, dann kann es auch mal draußen stehen bleiben. Warum wir uns entschieden haben für das Weiße, ist ganz klar, wenn es mal draußen steht in der Sonne, wird es halt definitiv nicht so warm wie ein schwarzes Gerät. Ne? Also Knöpfe, schönen Druckpunkt. Antenne ist halb integriert, also sehr schön. Verarbeitung ist echt nicht schlecht. Hier ist nochmal eine Klinke für Kopfhörer. Man könnte auch notfalls einen Fernseher anschließen oder so. Direkt, wenn der Fernseher zu leise sein sollte, im Wohnwagen oder irgendwo anders, könnte man den praktisch als Verstärker nutzen. Also, ich bin zufrieden damit. Der Akku soll 12 Stunden halten.
ich gehe mal davon aus, bei mittlerer oder geringerer Lautstärke, bei voller Lautstärke wird der keine 12 Stunden bestimmt nicht halten. Aber dazu kann ich auch nichts sagen. Ist ja gerade erst neu ausgepackt. Ist halt für uns, wir haben uns dazu entschieden, weil es Bluetooth ist und ein Radio. Man kann, wenn man im Ausland ist, kann man vor Ort die Sender alle mal hören. Wenn man dann doch mal deutsches Radio hören will, dann kann man übers Handy halt mal kurz streamen und dann kann man sich mal die Nachrichten anhören oder ein bisschen deutsches Radio hören aus der eigenen Region. Also das hat für uns halt den riesen Vorteil dann. Es ist ein integrierter Akku, den könnte ich auch notfalls über meine Solaranlage laden. Dann kann man auch mal autark irgendwo stehen und man kann trotzdem Radio hören, weil man den Akku geladen kriegt. Ne? Ein bisschen überschüssige Energie reinballern. Ja, also bis jetzt super zufrieden. Kann ich nur empfehlen. Schaut euch mal an. Ja. Das war's dann auch schon. Bis zum nächsten Video.